Kennst du dieses Gefühl? Du sitzt im Café, genießt deinen Kaffee und plötzlich spürst du einen warmen Blick. Du hebst den Kopf und siehst ihr in die Augen. Ein Lächeln huscht über ihre Lippen. Was nun? Flüchten? Panik bekommen? Oder die Chance ergreifen und ihr Herz wie ein echter Mann erobern? Genau darum geht es in diesem Video. Denn Frauen schauen Männer nicht einfach so an. Oft steckt dahinter mehr. Mit den richtigen Tipps und Tricks entdeckst du die geheimen Signale der Frauen und verwandelst flüchtige Blicke in unvergessliche Momente mit der Frau. Herzlich willkommen bei den ultimativen Verführern. Wir sind dein Flirtkanal, in dem wir dir zeigen, wie du Frauen mit Leichtigkeit in jeglicher Alltagssituation ansprechen, daten und verführen kannst. Viel Spaß mit dem Video. Schritt Nummer 1. Wenn du merkst, eine wunderschöne Frau, die dir gefällt, lächelt dir zu, das allererste, was du in diesem Moment machen solltest, ist, zurückzulächeln, ihr in die Augen schauen und das erwidern, was sie ausstrahlt. Die Frau hat indirekt Interesse an dir bekundet, denn die meisten Frauen sind nicht so selbstlos, würden nicht zu dir kommen. Was du jetzt machen kannst, ist, wenn die Frau dir auch gefällt, jetzt die Initiative zu ergreifen und der allererste Schritt ist, in ihre Augen zu schauen, zurückzulachen. Und das zeigt ihr, dass du auf ihre Avancen eingehst, dass du dich für sie interessierst und das ist der allererste und wichtige Schritt. Schritt Nummer 2. Jetzt gehst du auf die Frau zu, suchst das Gespräch. Bevor du das Gespräch eröffnest, sehr wichtig, achte auf eine offene, stabile Körperhaltung. Was meine ich damit? Viele Männer, die jetzt noch unerfahren sind mit Frauen oder die Situationen noch nicht kennen, werden jetzt anfangen zu zittern, zu zappeln, die Hände zu verschränken, sich die ganze Zeit am Kopf zu kratzen, wirken extrem unsicher. Auch wenn die Frau grundsätzlich an dir interessiert ist, wird dieses Verhalten dafür sorgen, dass ihre Anziehung zu dir sinkt. Worauf solltest du jetzt achten, damit die Körperhaltung on point ist? Ich gerne stehe offen, Brust raus, meine Hände sind offen, nett am Körper, in der Regel meistens an der Brust, an der Hüfte gelegen. Ich stehe schulterbreit, warum? Ich war früher Kampfsportler, das ist mit der beste Stand, da kann dich nicht jeder so leicht wegschubsen. Du hast einen stabilen Stand, das verstrahlt einfach extreme Sicherheit aus. Und dementsprechend wirst du mit dieser Körpersprache, mit dieser selbstbewussten, offenen und sicheren Körpersprache die Frauen beeindrucken, weil du einfach zeigst, hey, ich bin ein selbstbewusster, maskuliner Mann und nichts kann mich aus der Ruhe bringen. Jetzt werden wir zwei einen geilen Flirt haben. Schritt Nummer 3. Jetzt eröffnest du das Gespräch. Du kannst einfach, gibt es mehrere Möglichkeiten, wie du ein Gespräch eröffnen kannst. Du kannst einfach sagen, hey, ich habe gesehen, du hast mich mit deinen verführerischen Blicken angeschaut. Da konnte ich gar nicht widerstehen, vor allem wenn du dich auch noch so hübsch machst, um mir zu gefallen. Hi, ich bin der Edis. Ja, stellst dich einfach vor und dann fängst du einfach an. Und ja, wie gefällt dir die Location? Wo kommst du her? Was machst du? Und. Wenn du noch nicht weißt, wie du ein Gespräch entspannt und flirtig eröffnen kannst, was dazu führt, dass du nicht mit ihr einfach in der Friendzone landest, sondern dass es ein Gespräch zwischen Mann und Frau ist, wortwörtlich, wir flirten mit den Frauen, dann trage dich unten in der Videobeschreibung ein. Da findest du unser Kontaktformular oder unsere Webseite und wenn du dann dich dort einträgst, werden wir uns innerhalb der nächsten 3 Tage bei dir melden, schauen deine persönliche Dating-Situation an, deine persönliche allgemeine Situation, skizzieren einen Plan, wie du eben diese Dinge lernen kannst und in wenigen Wochen ein erfolgreicher Frauenheld wirst. Wenn das gut klingt, wenn du der richtige Kandidat für uns bist, wenn das zwischen uns passt, starten wir auch gleich los und verschwenden unsere kostbare Lebenszeit nicht. Schritt Nummer 4. Du hast jetzt das Gespräch eröffnet, jetzt ist es wichtig, das Gespräch mit Leben zu füllen und der Frau wirklich auch dein Interesse zu zeigen. Sehr wichtig ist dabei, zuzuhören. Was heißt zuhören? Nicht einfach, die Frau erzählt was, dann wechselst du das Thema, sondern versuche, wenn die Frau dir was konkret erzählt, zum Beispiel, sie ist Krankenschwester, sagt, die hat jetzt Röntgenaufnahmen gemacht, letzter Zeit, bla bla bla, dann würde ich fragen, echt, Röntgen? Was hast du denn konkret gemacht? Hast du den Rücken fotografiert, das Bein, einfach was zur Situation passt. Stell einfach mal 2, 3 Fragen, was in diesem Zusammenhang dir einfällt. Warum? Das zeigt zum einen, du hast Interesse an der Frau und Frauen lieben männliche Aufmerksamkeit. Und gleichzeitig kannst du über dieses Thema noch weiterreden. Dann erzählt sie dir, ah, Rücken, weißt du selber, diese
Da findest du ein paar Knochenmark, bla bla bla. Ich bin jetzt kein fachspezifischer Mediziner, deswegen sorry, wenn ich auch was Falsches sage. Aber du hast zum Beispiel, kannst dann sagen, ah cool, echt, Rückenmark. Ich dachte immer, das ist zum Beispiel eine Sehne, bla 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 bla. Da kannst du mal 2, 3, 4 Sätze darüber labern. Sie sagt was, vielleicht kommt dann, fällt dir ein anderes Thema dazu ein und. Ja, du kannst sagen, hey Kass, ich bin Ingenieur, wir haben auch so Röntgenverfahren und tun an unsere Metallstrukturen dadurch durchgehen und schauen, wie die Gefügezustände sind, bla bla bla. Jetzt hast du ein Gesprächsthema und du hast dir Interesse gezeigt. Das wird 2 Dinge vermeiden. Das erste ist, die Frau bekommt nicht das Gefühl, dass du gar keinen Bock auf sie hast. Das zweite ist, weil viele Männer stehen vor dem Problem, vielleicht auch du auch, was sage ich denn mit der Frau, was rede ich denn? Du musst nicht viel vorbereitet sein, du musst einfach nur in der Lage sein, zuzuhören, Fragen zu stellen und mit den Antworten was anzufangen. Und wenn du das nicht kannst, dann lass jetzt ein Abo bei diesem Kanal da und du wirst in Zukunft keine weiteren Tipps mehr verpassen, die dir eben bei solchen Problemen und anderen Fragestellungen weiterhelfen. Schritt Nummer 5. Jetzt, wenn du in einem guten Gespräch bist, es läuft gut mit dir, ihr seid in der Bar, jetzt wird es Zeit, irgendwann auch den nächsten Schritt zu machen und die Frau mitzunehmen. Du musst den Moment finden, wann du weitergehst, wann du wirklich jetzt den nächsten Schritt in Richtung einer Runde Uno spielen machst. Warum? Jetzt habt ihr Anziehung, sie hat Interesse, grundsätzlich, wenn eine Frau dich anspricht, dann ist sie auch sexuell an dir interessiert. Du musst nur eigentlich dann den Ball, den du bekommen hast, diesen Elfmeter nur noch verwandeln. Ja, den Elfmeter rausspielen musst du nicht mehr. Was ist jetzt wichtig zu beachten? Du bist in einem Gespräch. Jetzt gibt es die Möglichkeit, 20, 30 Minuten später, ihr versteht euch gut, jetzt die ersten Körperberührungen aufzubauen. Was ich gerne mache in der Bar, ich schaue ihre Uhr an, fasse sie an der Hand an oder ich strecke meine Hand aus, wenn sie ihre Hand reinlegt, streichle ich mal mit den Daumen, lass mal wieder los und schau, nimmt sie die Hand weg, bleibt sie dran. Und wenn sie es nicht macht, streichle ich weiter und sage, und gefällt es dir? Und es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten, Körperkontakt aufzubauen, wie du das lernst, du alles bei uns natürlich im Coaching. Und wenn du dann sicher bist, okay, die Frau lässt Körperkontakt zu, vielleicht streichelt sie zurück, vielleicht kommt, sucht sie die Nähe zu dir, kannst auch ihr Knie streicheln und. Dann ist der perfekte Moment, vielleicht mal auf den Kuss zu gehen. Oder wenn du merkst, die Frau ist unsicher, weil die Leute zu dir sagst so, hey, schau mal, ich finde es schön mit dir. Also ich bin ja eh hier, wohnst du vielleicht in der Nähe oder übernachtest im Hotel. Ja, musst immer vorbereitet sein. Sagst du, hey, lass uns doch noch einen geilen Wein holen, ein bisschen Musik hören und den Abend ausklingen lassen. Ich finde es schön mit dir und würde gerne unsere Unterhaltung bei mir zu Hause fortführen. Komm, lass uns gehen. Und wenn du diese Schritte einleitest und die Frau grundsätzlich bis dahin Lust hat, wird es in der Regel so sein, dass sie mitkommen will. Wenn sie mal vielleicht ein bisschen dagegen ist, kannst du Einwandsperren machen und sagen, hey, keine Sorge, wir müssen noch keinen Sex haben. Ich mag dich, ich will einfach nur ein bisschen mit der Zeit verbringen, ein bisschen entspannen und. Und das lernst du auch bei uns im Coaching, wie du auf solche Einwände eingehen kannst. Und jetzt hast du den Moment erreicht, du siehst, die Frau hat Bock, sie flirtet mit, sie stellt Gegenfragen, sie lässt Körperkontakt zu, vielleicht hast du sie schon geküsst oder du merkst, da geht mehr, dann ist der richtige Zeitpunkt, sie jetzt mit nach Hause zu nehmen. Schritt Nummer 6, die Vollendung der Verführung. Die Frau ist jetzt mitgekommen, ihr seid zu Hause, spätestens jetzt ist jetzt die Zeit, sie setzt sich gegenüber, vielleicht auf die Couch, aufs Bett, du machst ihr einen Tee oder schenkst ihr Wein, reinen Wein ein, lässt ein bisschen Musik machen, im Hintergrund laufen, fängst wieder an, ein bisschen Körperkontakt aufzubauen und jetzt nach 10, 15 Minuten würde ich auf den Kuss ansetzen, ja, du kannst das Gespräch auslaufen lassen, sie an der Hand nehmen, zu dir ziehen, direkt küssen, da gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Jetzt ist die Initialzündung gezündet, du hast den Kuss angesetzt und jetzt fängst du an, mit gezielten Körperkontakten an bestimmten weiblichen Regionen dich langsam vorzutasten, ein bisschen weiter runter, ganz gezielt und dann vollendest du das Ganze mit einer Runde, natürlich Uno. Und jetzt hast du es geschafft, du hast die Frau verführt, du hast ihre Anfangsinteresse gesehen, genutzt, zielstrebig, weil du ein guter Verführer bist, weil du bei uns das gelernt hast, wie es funktioniert. Die Frau von der Bar bis nach Hause innerhalb von 1 bis 2,5 Stunden mitgenommen und sie vernascht. Und genau so läuft es ab, wenn eine Frau Interesse hat. Und das kann ich dir aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen. Es geht viel schneller, als du es dir jemals selber vorstellen kannst, wenn du eben weißt, wie du vorzugehen hast. Und wenn du jetzt noch wissen willst, wie du Frauen dazu bringst, dass sie an dich denken nach dem Ansprechen,
dann schau dieses Video hier oben an.